Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute haben wir mal wieder einen PC zum Reviewen da, und zwar in dem Fall von Systemtreff. Wer sich gerade eben das kleine Video vorher angeguckt hat, wird das Logo vielleicht so erkannt haben. Den schauen wir uns heute mal an. Das ist der Messe-Highlight-PC, passend zur Spielemesse in Köln. Der kostet 1.175 Euro, verfügbar ab heute bei Systemtreff. Im Selbstbau, die Einzelteile würden bei 1.275 Euro liegen, das heißt, ihr spart nochmal 100 Euro. Kurz zu den Eckdaten, wir haben hier einen AMD Ryzen 7500F verbaut, dazu eine 4070 Super WinForce OC von Gigabyte, auch von Gigabyte das Mainboard B650 Eagle AX. Dann haben wir von Western Digital noch die SN580 1 TB und ebenfalls haben wir hier noch ein 750 Watt Netzteil von Gigabyte dabei. 750 Watt bräuchtet ihr theoretisch gar nicht, ist aber nice, wenn man später mal aufrüsten möchte, zum Beispiel eine 4080 oder 4080 Super oder so da rein, dann würde ich auch den Prozessor direkt mit upgraden, weil in einem Spiel hatte ich tatsächlich selbst in WQAD noch ein Bottleneck, aber das werdet ihr ja gleich noch sehen. Ansonsten haben wir noch 32 GB 6000er CL30 RAM, das was ich immer sage und immer predige in meinen Videos, wer meine Videos öfter schaut, der weiß das auch. Dann haben wir hier ein Systemtreff eigenes Gehäuse, den Namen kann ich mir nicht merken, der steht hier auf dem Zettel, das ist der MIDI-Tower Equinox RST502 schwarz. Es könnte auch eine Rakete sein vom Namen her. Als CPU-Kühler haben wir diesen ITS Raven, den habe ich ja schon getestet, den hatte mir Systemtreff ja auch mal geschickt, auch mit der Wasserkühlung, das Video findet ihr auf meinem Kanal. Hier ist ein 7500F drin. Der wird sowieso nicht großartig warm, gerade mit dem Kühler nicht. Und Windows 11 Pro haben wir halt auch mit dabei und Systemtreff typisch 3 Jahre Garantie. Anstatt jetzt noch lange rumzulabern, zeige ich euch das System einfach mal. Ich werde meine Kamera jetzt schnappen und euch einfach mal die Anschlüsse auch zeigen, wie das Kabelmanagement ist und so weiter. Starten wir erstmal mit den Frontanschlüssen. Hier haben wir den Ein- und Ausschaltknopf. Das hier ist ein Knopf zum Switchen der RGB-Profile. Zeige ich euch gleich noch näher. USB 3.0 haben wir einmal, zweimal USB 2.0 und einen getrennten Audioanschluss, also für Kopfhörer und Mikrofon. Ist immer ganz geil, anstatt so ein kombinierter Stecker. Einige Headsets bräuchten sonst einen Adapter. Hier könnt ihr das ganz normal einzeln anschließen. Hier ist zwar keine Wasserkühlung drin, aber ihr habt einen Staubfilter, magnetisch, wie man das halt so kennt. Und hier oben könnt ihr halt eine 240er Wasserkühlung reinbauen. In der Front haben wir 320 mm Lüfter und auch sozusagen eine Mesh-Front. Hier haben wir diese Rillen. Das Design, das ist natürlich Geschmackssache. Dahinter ist noch ein Staubfilter. Ihr könnt auch einfach nur einen Staubsauger da vorne dran halten und dann dementsprechend den Staub runtersaugen. So mache ich es bei meinem Gehäuse immer. Ich nehme jetzt nicht den Filter raus, mache das sauber und tue den wieder rein. Einfach nur vorne dran halten, dann passt das. Hinten haben wir auch noch einen 120 mm Lüfter. Dementsprechend ist der Airflow gegeben. Also vorne die kalte Luft rein und hinten ganz normal wieder raus. Das geht dann hier noch durch den CPU-Kühler durch und natürlich auch die Lüfter der Grafikkarte ziehen von unten dann auch noch die kalte Luft, die von vorne kommt, rein. Hier hätten wir jetzt auch den CPU-Kühler. Das ist dieser ITS Raven, den ich schon getestet habe. Reicht für den 7500F ganz dicke. Bei dem RAM haben wir den Kingston Fury Beast 6000 MTS 32 GB CL30, habe ich ja eben schon erwähnt. Ohne RGB-Schnickschnack oder so, halt einfach nur funktionell. Was ich persönlich so ein bisschen schade finde, wir haben hier zwar das Gigabyte UDI750GM Netzteil, was von der Leistung her dicke reicht, aber hier wird noch mit diesem Adapterkabel gearbeitet. Ist nicht schlimm, sieht halt nur nicht so schön aus, aber es ist relativ gut gelöst, weil hier auch Kabelbinder verwendet worden sind, dann sieht das einigermaßen aus wie ein Kabel. Aber so hübsch wie ein einzelner Stecker sieht es halt nicht aus. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, man hätte das hier besser lösen können. Also sagen wir es mal so, gummierte Kabeldurchführungen sind das eine. Wenn das Gehäuse jetzt vorne auch noch ein paar Löcher an der Seite gehabt hätte, hätte man die Kabel da durchführen können. Dann sieht das hier nicht so lüttig aus mit diesen dünnen Lüfterkabeln. Ihr versteht, was ich meine. Die werden jetzt alle hier durch die Mitte gezogen. Ist nicht schlimm, ist natürlich funktionsfähig alles, aber es hätte besser ausgesehen. Kommen wir hier auch mal zu den Anschlüssen. Nicht wundern, das ist diese WLAN- und Bluetooth-Antenne, die jeweils da drin steckt. Kann man natürlich abschrauben, wenn man sie nicht braucht. Wir haben hier oben die Onboard-Grafik-Anschlüsse. Die werden natürlich nicht funktionieren, weil es ein 7500F ist. Solltet ihr irgendwann aufrüsten auf einen 7600 oder 7700 oder so, die bringen alle eine Grafikeinheit mit, die könntet ihr dann theoretisch benutzen. Wir haben insgesamt 6-mal USB 2.0. Hier oben 2 Stück, da 2 Stück und hier unten 2 Stück, neben dem Netzwerkanschluss, wenn ihr kabelgebundenes Internet habt. Und dann haben wir noch 2-mal USB 3.1 und USB Typ C ist direkt daneben. Über den PS2-Anschluss, der eben oben zu sehen war, brauchen wir nicht reden, der ist natürlich auch da. Und dann haben wir noch Line-In, Kopfhörer und Mikrofonanschluss. Ihr könnt aber auch einfach die Frontanschlüsse benutzen. Und bei der Grafikkarte haben wir 3-mal DisplayPort und 1-mal HDMI. Also ihr könntet theoretisch 4 Monitore anschließen, wenn ihr das möchtet. Wo ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, wären diese RGB-Profile. Es sind die Standardprofile, die eigentlich jeder kennt, aber ich zeige euch trotzdem mal so ein paar. Ich drücke jetzt oben einfach den Knopf und dann ist hinten eine Platine in dem PC drin und darüber könnt ihr das quasi umschalten. Ich drücke jetzt mal, dann habt ihr hier so einen leichten Farbwechsel, dann habt ihr hier einen etwas schnelleren.
Natürlich könnt ihr auch einfach statische Farben auswählen. Rot, Grün, Blau, Gelb. So die Standardsachen. Türkis, Lila. Hier auch noch ein paar mit Effekten. Und das ist halt so richtig der Disco-Modus. Was man wirklich sagen muss, dafür, dass das Gehäuse kaum Möglichkeiten bietet für Kabelmanagement, also irgendwie so ein Extraschacht oder diese Klett-Dinger oder hier diese abgesetzten Linien, dass man es auch reinlegen kann so richtig oder was, haben die das richtig gut gelöst. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ja, das ist ein Preview-Sample, das haben sie dir zugeschickt, extra Wert draufgelegt. Ich war aber da schon vor Ort bei Systemtreff in Dorsten. Und ich habe mir da die Endkontrolle angeguckt und die Dinger sahen wirklich so aus. Wir haben spaßeshalber sogar bei einem PC einfach mal die Seite abgemacht und das war wirklich auch so gelöst. Das hier ist übrigens die Platine für diese RGB-Steuerung, die ich euch eben gezeigt habe. Ja, und ansonsten haben die das richtig schön hier mit Kabelbinder zusammengemacht und ja, das passt einfach so. Realistisch gesehen guckt ihr da sowieso nicht rein. Aber sie haben es gut gemacht. Hier lasse ich gerade OCCT laufen, das lastet die CPU und die Grafikkarte zu 100% aus. Einen detaillierten Test kriegt ihr gleich noch. Mir geht es gerade nur um die Lautstärke, wenn wir jetzt einfach mal das Messgerät daneben halten. Ja, sind wir so bei 44 Dezibel. Also ich würde behaupten, wenn ihr jetzt ein Headset aufhabt, dann hört ihr das kaum. Es ist hörbar, braucht man nicht drüber reden, wenn ihr jetzt im Wohnzimmer steht und da will noch jemand nebenbei, keine Ahnung, lernen oder so, dann ist es ein bisschen laut, aber so zum Zocken, easy. Und ich würde mal behaupten, soweit ist alles zu dem System gesagt. Wir gehen jetzt einfach mal in die FPS-Tests. Counter-Strike 2 in WQHD und hohen Einstellungen hat im Schnitt 283 FPS. Das Ganze mit sehr hohen Einstellungen, da landen wir bei 199 FPS. In 4K und hohen Einstellungen sind wir bei 155 FPS im Durchschnitt. Und mit sehr hohen Einstellungen bei ca. 100 FPS im Durchschnitt. Apex Legends in WQHD und Ultra-Einstellungen sind 277 FPS im Durchschnitt. Und in 4K und Ultra-Einstellungen immer noch stabile 200 FPS. Fortnite in WQHD auf Ultra und nativer Einstellung mit Raytracing liegt bei 50 FPS. Und auch auf Ultra, in dem Fall aber mit Performance-Einstellung und Raytracing, liegen wir bei 82 FPS. In 4K, Ultra, native Einstellung und Raytracing dabei liegen wir bei 30 FPS und im Performance-Modus bei ca. 70 FPS im Durchschnitt. Far Cry 6 in WQHD mit HD-Texturenpaket auf Ultra, da liegen wir bei 125 FPS und in 4K auch mit HD-Texturen und auf Ultra bei 82 FPS. Valorant in WQHD auf maximalen Einstellungen unglaubliche 900 FPS im Durchschnitt. Und in 4K immer noch knapp 500 FPS im Durchschnitt. War Thunder in WQHD auf maximalen Einstellungen ohne DLSS liegt bei 330 FPS und da sehen wir schon leichtes CPU-Bottleneck und jetzt wird's interessant. Wenn wir DLSS auf ausgeglichen einschalten, dann verändern sich die FPS zum Negativen, weil der Prozessor jetzt noch mehr zu tun hat und die Grafikkarte noch weniger. Schauen wir uns das Ganze in 4K an, hebt sich das alles wieder auf maximalen Einstellungen ohne DLSS 170 FPS. Und mit DLSS ausgeglichen 235 FPS, so soll es auch sein. Bei Cyberpunk habe ich 4 verschiedene Presets pro Auflösung gewählt. Hier habe ich jetzt WQHD ohne Raytracing, ohne DLSS und ohne Frame Generation, da liegen wir bei 89 FPS. Das Ganze dann mit Raytracing, da liegen wir bei 43 FPS ohne DLSS und ohne Frame Generation. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an ohne Raytracing, dafür aber mit DLSS und Frame Generation liegen wir bei 184 FPS. Schalten wir jetzt Raytracing auf Ultra mit DLSS und Frame Generation in WQHD, liegen wir immer noch bei 140 FPS. Jetzt das Ganze in 4K nochmal, ohne Raytracing, ohne DLSS und ohne Frame Generation, 37 FPS im Durchschnitt. Schalten wir dabei jetzt noch Raytracing ein, ohne DLSS und Frame Generation, liegen wir bei 20 FPS, also quasi unspielbar. Jetzt schalten wir Raytracing aus, DLSS an und Frame Generation an, da liegen wir bei 99 FPS in 4K. Und das Ganze dann noch mit Raytracing dabei, liegen wir immer noch bei 87 FPS und das auf Ultra-Einstellungen. Mit OCCT habe ich dann noch einen 10-Minuten-Test durchlaufen lassen, also Grafikkarte und Prozessor auf maximale Auslastung bei geschlossenem Gehäuse. Da schauen wir uns jetzt mal die Temperaturen an. Und da sehen wir auch schon, die GPU liegt bei 74 Grad und der Prozessor bei 83 Grad bei voller Auslastung, das ist völlig in Ordnung.
Dann habe ich noch über 10 Minuten einen Cinebench Multicore-Test durchlaufen lassen. Und da liegen wir bei 837 Punkten, was sogar mehr ist als das, was bei CPU-Monkey angegeben wird. Das liegt natürlich auch an dem RAM, der verwendet wird. Im Single-Core-Test schauen wir uns auch mal das Ergebnis an. Und da landen wir bei 111 Punkten. Und laut CPU-Monkey sollten wir hier eigentlich bei 98 landen. Wir sind aber wieder besser wegen dem RAM. Kommen wir wie immer zum Fazit. Also wenn ihr eine Kiste sucht für WQHD oder auch 4K-Gaming, ihr habt die Benchmarks ja gerade gesehen, dann werdet ihr damit eigentlich ganz gut beraten. Wenn ihr jetzt noch mehr FPS wollt, in 4K unter anderem, dann solltet ihr euch vielleicht einen stärkeren PC holen, der dann wieder wesentlich teurer ist. Aber ich finde den Deal für 100 Euro unter Geizhalsliste echt gut. Ach ja, und nicht wundern, ich habe mein T-Shirt gewechselt. Es ist so unsäglich warm, ne? Ich sag's euch, zwei Strahler hier, es ist eine Katastrophe. Alles in allem bin ich echt zufrieden damit. Von der Lautstärke her, auch so wie die meisten Wasserkühlungen, die ich bisher getestet habe. Also der ganze PC ist quasi so laut, da ist auch nichts eingestellt, irgendwie mit einem Silent-Profil oder so. Out of the box, ausgepackt, hingestellt, eingeschaltet, das sind die Testergebnisse. Wie gesagt, der ist ab heute verfügbar. Der Link ist in der Videobeschreibung. Das ist auch kein getrackter Link oder irgendwie so ein Bitly-Ding oder Provisionsgedöns oder sonst was. Die Jungs haben einfach gesagt, yo, wir haben dir schon einen Luftkühler geschickt und eine Wasserkühlung zum Testen. Möchtest du mal einen ganzen PC testen? Das ist so ein Messe-Highlight von uns. Und da können die Leute ein bisschen sparen. Hast du Bock, da einfach mal ein Video drüber zu machen? Das habe ich dann somit gemacht. Das hatten wir ja auch schon bei anderen Systemintegratoren gemacht. Immer wenn die so ein gutes Angebot planen und mich dann kontaktieren, dann sage ich, jo, warum nicht, können wir mal ein Video drüber machen. Lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da, was ihr davon haltet. Ich finde den wirklich gut, das Gehäuse lässt sich drüber streiten, ist Geschmackssache. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob man das umkonfigurieren kann, aber ihr werdet es ja sehen, das Angebot ist ja ab heute da. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.